Mehr als 25 Jahre leitete Reinhard Frankenstein als ehrenamtlicher Präsident den DRK-Kreisverband Güstrow. Der Einladung zu seiner feierlichen Verabschiedung am vergangenen Dienstag folgten zahlreiche hochrangige Gäste. Unter ihnen waren unter anderem die Vizepräsidentin des DRK-Bundesverbandes Gabriele Kriese, der DRK-Landespräsident Werner Kuhn und Landrat Sebastian Konstin. Neben Güstrows Bürgermeister Arne Schuld waren auch die Bürgermeister der Städte Lage und Krakow am See anwesend, um den scheidenden Präsidenten gebührend zu verabschieden. Nachdem Marita Lemke als Stellvertreterin des Präsidenten die Feierstunde eröffnete, fand der Vorstandsvorsitzende Peter Struve nur lobende Worte für seinen langjährigen Präsidenten und Wegbegleiter. Vor allem seine bescheidene Art hob er hervor. Auch imponierte ihm, dass Reinhard Frankenstein immer die Ehrung anderer ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitglieder wichtiger war als die eigene. Reinhard Frankenstein hat sich immer tief in den Dienst des DRK-Kreisverbandes gestellt. Als damaliger Vorstandsvorsitzender manövrierte er den Verein sicher durch die schwierige Nachwendezeit und durch zwei Kreisgebietsreformen. Unter ihm wurden im Altkreis Güstrow zahlreiche Beratungsstellen, Tageseinrichtungen für Jugendliche und Senioren und Pflegedienste etabliert. Als studierter und selbstständiger Apotheker lag dem Präsidenten immer die gesundheitliche Versorgung der Menschen am Herzen. Er übergibt einen soliden Kreisverband mit gut 500 Mitgliedern und freute sich sichtlich über die zahlreichen Gratulanten.